Bei Sacher verzaubern Menschen Menschen. Dieses Motto haben sie auch heuer ganz bravourös umgesetzt, wie immer mit großer Leidenschaft und bester Exzellenz. Auch wir wollten Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, mit dem Öffi-Ticket, mit dem E-Bike-Leasing, mit der Prämie gegen die harte Situation der Inflation und mit der Erhöhung der Lehrlingsgehälter, damit auch Sie sich in Zukunft bei uns wohlfühlen. Wir sagen Danke für das Begrüßen tausender Gäste. Das ist nämlich die erste Begegnung mit der Sacher-Welt und die merkt man sich. Und unsere Gäste auf höchstem kulinarischen Niveau verwöhnen. Danke für Ihren unglaublichen Einsatz in allen Sacher-Cafés und Restaurants und auch den Hotels mit unserer weltberühmten Original-Sacher-Torte. Geschüttelt und nicht gerührt, verzaubern wir in unseren Bars unsere Gäste mit größtem Cocktail-Know-how. Und danke, dass Sie in allen unseren Sacher-Betrieben jeden Tag in jedem Zimmer überall Ordnung machen und für Sauberkeit sorgen. Sie sehen, ohne Sie wäre das gar nicht möglich gewesen. Und auch deshalb war es ein besonderes Jahr. Die Sacher-Familie ist gewachsen um ein weiteres Hotel. Das Alpin-Ressort Sacher-Seefeld ist dazugekommen und das erste Mal über die österreichischen Grenzen hinweg wird ein Café in Triest eröffnet. Und Amazon hat uns mit einem Film, der Sacher-Torte heißt, geehrt. Auch deshalb möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken, im Namen der Familien und im Namen der Geschäftsführung. Sie waren großartig. Und jetzt freue ich mich auf ein erfolgreiches Jahr 2023 mit Ihnen. Das so schlimm ist auch nicht, oder? Geht die Dosen nicht auf. Wir sind gleich fertig. Ja. So, ich probiere es noch einmal. Wenn es nicht geht, machen wir das nächste. Ja? Was? 6. Die Kaffeeküche, dann gehen Sie in die Kaffeeküche. Oh ja, die funktioniert schon. Hallo. Geht?